Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Darkest Dungeon. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ja, was wollte ich denn machen? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich denke mal, wir gehen einfach mal die nächste Mission an. Und da habe ich mir schon einen rausgesucht. Also ich könnte jetzt hier in den Ruinen den Boss machen, das muss ich aber nicht unbedingt. Die Mission läuft mir ja nicht weg und ich hätte ganz gerne dann doch Leute, die ein bisschen höheres Level sind, so Level 2 sollte es eigentlich schon sein, wenn ich einen Boss angehe. Und deswegen werde ich, weil ich eine Medium Map auch mal machen wollte, werde ich diese hier nehmen. Da bekomme ich diese Medics Greaves hier für meine Apelast, die sind gar nicht so schlecht. Und ein paar Quests, und Quests habe ich eben momentan nur sehr, sehr wenige. Normalerweise würde ich an dieser Stelle gucken, was für neue Helden ich habe, aber wie man hier sieht, ich bin voll. Und ich muss für zwei Dinge umtauschen, für Deeds und für Quests muss ich umtauschen, um die nächste Stufe des Wagens zu haben. Oder ich muss eben Leute entlassen, damit ich neu einstellen kann. Das ist beides für mich keine besonders gute Option, weil beim Tauschen macht man halt immer irgendwie Verlust. Und Leute entlassen wollte ich halt nicht so viele im Laufe des Spiels. Und deswegen werde ich das erstmal nicht machen. Meinen Jester kriege ich auch irgendwann anders noch. Und hier in dieser Mission, ich mache mal wieder eine Mission in den Ruinen, weil ich mich da halt relativ vernünftig zurechtfinde. Aber wir werden im Laufe des Spiels auch viel uns in den anderen Bereichen aufhalten. Nur jetzt am Anfang erstmal lieber Ruinen. Da das eine Mission ist mit mittlerer Länge, brauche ich auf jeden Fall jemanden dabei, der Stress heilt. Und weil ich auf meinem Crusader diese Runde die Kleptomanie beseitigen wollte, eignet der sich nicht. Die anderen können alle keinen Stress heilen. Und deswegen habe ich eben nur noch einen Crusader hier zur Auswahl. Das heißt, bevor ich irgendwas anderes mache, bevor ich das vergesse, das habe ich nämlich, glaube ich, in der letzten Mission schon vergessen, wollte ich hier auf jeden Fall die Kleptomanie rauskriegen. Und wie beim Stressheilen auch ist, steht er in der nächsten Mission dann wieder zur Verfügung, aber nicht in dieser hier. So, das heißt also, ich habe meinen Crusader hier schon mal und eigentlich könnte ich sowas ähnliches machen wie das, was ich letztes Mal gemacht habe, oder? Hier nochmal den Highwayman dazu. Hiermit, ich glaube, das ist das, was ich in der letzten Folge dadurch gekriegt habe, dass ich die Schaufel auf den Sarkophag angewendet habe. Ich glaube, das ist auch wieder irgendwas, womit der irgendwelche Sachen selbstständig aktiviert, wo ich nichts gegen machen kann. Der kann hier ein bisschen Stress heilen. Und diese Fähigkeiten hier, ja, er kann hier einen Stress-Buff geben. Einer minus 15% Stress. Ich habe leider Encourage nicht. Das ist schade, das ist normalerweise recht gut, um nochmal beim Rasten Stress zu halten. Aber das hier minus 15% für alle, das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, damit kann ich leben. Und dann wollte ich mal gucken, dass ich hatte letztes Mal den Man at Arms dabei. Ich werde mal gucken, dass ich dieses Mal vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr Damage mitnehme. Das heißt also, meine Abelast mitnehme. Die Fähigkeiten hatte ich ja schon relativ vernünftig verteilt. Jetzt habe ich leider niemanden, der markieren kann. Es sei denn, ich nehme als Arzt meinen Okkultisten mit. Das müsste ich mal gucken. Was kann der? Oh, der hat aber eine ganze Menge schlechte... Ja, der ist auch eher... Cove und Wield. Ja, der hat eine ganze Menge schlechte Fähigkeiten, von denen ich eigentlich nicht möchte, dass die eingeloggt werden. Aber ich weiß nicht genau, wie die Mechaniken sind, wann das eingeloggt werden kann und wann nicht. Auf jeden Fall habe ich aber hier eine Markierungsfähigkeit dabei. Das heißt also, wenn ich mit dem nichts machen kann, also nichts Sinnvolles, dann kann ich immer noch für meine Abelast markieren. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich denke mal, mit der Party kann man arbeiten. Ja, müssen wir mal gucken, wie es dann letztendlich wirklich funktioniert. Für so ein Tag-Team, also was so gut mit Markierungen arbeitet, hätte ich eigentlich ganz gerne ein bisschen andere Charaktere. Aber den Houndmaster habe ich momentan eben noch nicht zur Verfügung. Den würde ich gerne als Stressheiler dann mitnehmen und würde hier den meinen Crusader damit ersetzen. Aber solange ich das nicht mache, lohnt es sich auch nicht wirklich noch den Bounty Hunter zusätzlich mitzunehmen. Also dann würde ich sagen,
Bounty Hunter hier irgendwo rein, den Houndmaster als Stressheiler in die dritte Reihe, Abelas dabei und den Okkultisten irgendwie auch noch unterbringen. Das wäre ziemlich gut. Aber wie gesagt, kann ich jetzt momentan nicht machen. Ja, ich glaube, ich sollte nochmal gucken, dass ich auch Upgrades habe für meine Einheiten. Das heißt, hier im Schmied kann ich momentan noch keine Upgrades machen. Aber in der Gilde zumindest gucke ich hier gerade nochmal durch, ob ich hier von allen Fähigkeiten, die ich mitnehmen möchte, die zweite Stufe erreicht habe. Hier auf der Abelas zum Beispiel noch nicht. So, was hatte ich denn auf ihm? Pistol Shot auf jeden Fall habe ich dabei. Point Blank Shot habe ich auf jeden Fall dabei. Duelist Advance habe ich auf jeden Fall dabei. Und ich weiß nicht, was ich als nächste Fähigkeit mit habe. Kann ich nicht einfach einen Rechtsklick auf ihn machen? Ja. Wicked Slicer, okay. So, dann habe ich die Upgrades auf ihm auch. Dann kommt als nächstes mein Crusader. Ich gucke gerade mal, was ich dabei habe. Ich meine, das ist ungefähr dasselbe Team wie beim letzten Mal. Das heißt, hier muss ich nicht groß rüber gucken. Inspiring Cry, Holy Lands, Zealous Accusation und Smite. Hier kriege ich übrigens einen Stress mehr geheilt. Das ist ziemlich cool. Und ja, das wäre es dann für die Upgrades. Gucken wir also gerade, dass wir denen noch ihre Trinkets mitgeben. Ich habe hier eins, das ist Crusader Only und gibt mir nochmal ordentlich Schaden auf meine Nahkampf-Skills. Das ist ziemlich cool. Move Resist, Move Skill Chance, das brauche ich gar nicht mitnehmen. Scouting Chance und Trap Disarm Chance. Ich meine, mein Highwayman hatte das Beste, was das angeht. Das heißt, es wäre sinnvoll, ihm das hier zu geben. Minus 1 Speed ist halt scheiße, weil ich sehr gerne anfangen würde mit Point Blank Shot. Deswegen habe ich ihn ja auf die erste Position auch gesetzt. Und ich habe nichts, was das ausgleichen könnte. Aber ist egal, ich gebe ihm das einfach trotzdem. So, Accuracy, Melee Skills, das hat eine ganz gute Synergie hier mit dem zusätzlichen Schaden auf Melee Skills. Der Okkultist, das mit Eldritch, das muss ich nicht mitnehmen, das lohnt sich in den Ruinen gar nicht. Und hier haben wir Move Skill Chance, Move Resist, das heißt, was ich noch machen könnte, ist meiner Abelast hier Move Resist mitgeben. Und das wäre es dann für die Trinkets. Und dann gucken wir uns mal an, was wir alles mitnehmen können. Wir haben hier jetzt ein Feuerholz dabei. Und das Feuerholz kann ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, irgendwann kann ich innerhalb der Mission anwenden, um zu rasten. Und dann kann ich diese Rast-Skills verwenden und kann damit meinen Stress ein bisschen wieder heilen, kann ein bisschen HP heilen während der Mission und kann mir, wenn ich dann noch Punkte übrig habe, das sehen wir dann ja, dann kann ich mich noch buffen. Ja, also ich würde auf jeden Fall für eine lange Mission nehme ich mal 2 Schaufeln mit und 2 Schlüssel. Eine Bandage habe ich schon dabei, da würde ich jetzt, und nehmen wir mal 2 Weihwasser mit, warum eigentlich nicht. Und dann nehmen wir mal 12 Fackeln mit, falls wir backtracken müssen. Und Essen hätte ich immer ganz gerne ein bisschen mehr dabei, auch wenn es für einige von euch vielleicht nach Geldverschwendung aussieht. Der Grund dafür ist, dass ich bei solchen Hungerchecks und so, da kriege ich halt enorm viel Stressschaden, wenn ich die nicht bestehe und sogar noch HP-Schaden dazu. Und in die Situation würde ich gerne nicht kommen. Mit zu wenig Fackeln kann ich im Zweifelsfall auskommen, das ist kein so großes Problem. Da nehme ich ein bisschen mehr Stressschaden, aber ich habe auch Vorteile davon, dadurch, dass ich mehr Loot kriege. Das heißt, wenn ich durch zu wenige Fackeln in die Situation gezwungen werde, dann habe ich damit kein so großes Problem. So, dann schauen wir mal, was die Karte sagt. Wenn sie denn irgendwann mal generiert und geladen ist. So, das sieht doch ganz gut aus. Und wir kriegen gleich Scouting. Ich muss 90% aller Räume mal besucht haben. Möchte ich diesen Kampf hier machen, ist die Frage. Ich muss so oder so backtracken, weil ich insgesamt 2 Räume nicht, also die Freiheit habe, 2 Räume nicht zu besuchen und die Mission trotzdem zu schaffen. Das heißt also, kann ich genauso gut hier backtracken, gleich ganz am Anfang. Und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Eine Karte, ja, das bringt mir ein bisschen Scouting. Oh, sogar sehr, sehr weites Scouting, das ist gar nicht so schlecht. Okay, und dann müssen wir weiter, kommen gleich zu einer Falle.
Die müsste mein Highwayman relativ gut entschärfen können mit 100%, alles klar. Ran an die Falle. Und dann haben wir unseren ersten Kampf für diese Mission. Und da hätte ich vielleicht gerade meine Fackel. Moment, ja, jetzt ist es zu spät, jetzt kann ich sie während des Kampfes zwar auch auffüllen, aber kann nicht sein. So, ich kann Wicked Slice kann ich auf den hier machen oder Point Blank Shot, da mache ich natürlich Point Blank Shot. Da hat er auch direkt 11 HP weniger und wurde, Moment, der wurde geschaffelt, ist das normal, dass er um 2 geschaffelt wird? Ich weiß es nicht genau. Jetzt könnte ich ihn mit ein bisschen, also heilen muss ich momentan noch nicht. Und ein bisschen Artillery macht halt auf den hinteren beiden Schaden, da er nur einen Slot belegt, macht es nicht den doppelten Schaden auf ihm. Das ist halt ein bisschen schade. Das heißt, am besten ist wahrscheinlich, ich gucke, dass meine Arbelast ein bisschen mehr Schaden macht. Und dafür brauche ich Vulnerability Hex. Das ist die Frage, auf wem mache ich das? Ich würde sagen, der Dicke, ich weiß nicht, ob der von ganz hinten, ob der von ganz hinten viel Schaden macht oder ob der nach vorne schaffeln muss. Das heißt also, ich gucke mal, dass ich, ja, auf ihm hier bringt es mir nichts. Den kann ich, glaube ich, mit meiner Abelast nicht angreifen, mit der Fähigkeit, die das Marking braucht. Nehmen wir mal ihn hier. Er gibt mir auch Debuff. Da ist es, glaube ich, relativ vernünftig, das auf ihn zu machen, so. Und weil ich in der nächsten Runde... Oh ja, scheiße. Ich dachte eigentlich, ich gebe ihm mal so ein bisschen Schaden, damit ich ihn mit der Abelast auf jeden Fall in der nächsten Runde tot kriege, wenn sie trifft. Aber ich hätte ihm durchaus ein bisschen mehr... also ich hätte Zelda's Accusation machen können. Dann hätte ich beiden ein bisschen Schaden gegeben und hätte jetzt immer noch mehr als genug Schaden, um ihn hier zu töten. Aber egal, er ist verwundet, ich nehme ihn raus. Und er kann, Punishment kann er auch von der letzten Reihe aus machen, ja, das ist scheiße. Und ihn habe ich, ihm bin ich ausgewichen, das ist gut. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ich würde ganz gerne ihn hier rausnehmen, er hier macht eine ganze Menge HP-Schaden, das ist doof, aber er hier macht zusätzlich mit Punishment eben noch Stressschaden. Und das ist noch um einiges schlimmer. Ja, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ja, der HP-Schaden ist inzwischen angewachsen, sage ich mal. Mache ich Schaden oder heile ich? Ich mache Schaden. So, kann eigentlich... Ah, Pistol Shot macht auch zusätzlich Schaden gegen markierte Feinde, das wusste ich gar nicht. Dann mache ich doch Pistol Shot. Und ihn hier noch und er ist tot. Alles klar. Das war schon mal ein dicker Brocken raus im wahrsten Wortsinn. Dann fange ich mal an, ein bisschen zu heilen. Und den hier zu töten. Sieht gut aus. 4 Crests kann man immer gebrauchen. Porträts kann man immer gebrauchen. Kann man alles immer gebrauchen. Und hier sieht man jetzt... super gut. Sehen wir gleich, was das hier ist, dieses Sternchen. Hier sieht man jetzt also durch die lange Mission habe ich am Anfang eben, oder durch die mittellange Mission habe ich am Anfang wesentlich weniger Plätze im Inventar, denn ich muss mehr aus dem Hamlet mitnehmen. Und ich habe noch zusätzlich einen Platz belegt durch das Feuerholz. Bei einer langen Mission werden sogar 2 Plätze belegt durch das Feuerholz. Und dadurch werden meine Inventarslots relativ rar. So, bewegen wir uns mal fort. Ich könnte jetzt die Bandagen benutzen, aber jetzt ist der Blutungsschaden eh vorbei. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier in den Geheimraum reingehen. Also wir haben kritisch gescoutet, deswegen ist Scouting immer sehr, sehr gut. Kritisch scouten heißt, wir haben einen Geheimraum gefunden und für einen Geheimraum brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Das ist wichtig, deswegen nehme ich auch immer mehr Schlüssel mit, als ich brauche. Denn welche Items man in diesem Geheimraum findet, das sind halt... Oft sehr, sehr gute Items. Und was ich machen muss, um diesen Geheimraum zu betreten, ist, ich muss gucken, dass die Fackel, also dass ich so weit gehe in dem Flur, dass die Fackel auf diesem Feld ist. Dann sieht man hier zwar nichts, aber wenn ich W drücke, gehe ich in den Geheimraum rein. Und da ist immer eine Truhe drin. Und die Truhe kann man mit dem Schlüssel aufmachen. Und...
Insgesamt 7000 Gold drin jetzt und Baristans Kopf gibt mir plus 20% Protection, also minus 20% Schaden und plus 20% Stressschaden. Das werde ich gleich mal jemandem geben, der Crusader hat schon. Ich gebe das einfach mal jemandem aus der ersten Reihe. Kann ich leider momentan nicht machen. Moment, kann ich denn nicht das irgendwie noch verschieben? Ich weiß nicht, wie ich das... Doch, das kriege ich von hier aus in den Trinket-Slot. Okay, das ist gut. Ja, damit wäre ich hier in dem Geheimraum durch. Denn ich habe alles mitgenommen, was es hier gibt. Und gehe damit zum nächsten Raum. Gucken wir mal, was hier in dem Bücherschrank drin ist. Und ja, scheiße. Ah gut, mit Tieren, ich hatte in der letzten Folge gesagt, in den Ruinen finden wir niemals Tiere, das stimmt nicht so ganz, denn es gibt ja immerhin die Spinnen in den Ruinen. Und die zählen als Tiere, wenn ich das richtig interpretiere. Jetzt könnte ich sagen, hier muss ich zweimal backtracken, deswegen lasse ich das hier raus und ich glaube, das mache ich auch. Und gehe hier einmal rum, hier muss ich einmal backtracken und hier muss ich insgesamt, ja auch insgesamt zweimal, ne, aber... Ich glaube, hier muss ich insgesamt einmal weniger. Letztendlich ist es sowieso egal. So, hier kriegen wir eine Fackel. Trifft sich gut, denn wir sind gerade unter 75 Licht gefallen. Und eine Bandage, die nehmen wir auch gleich mit. Und da haben wir schon den ersten Hungercheck. Gut, dass ich so viel zu futtern dabei habe. So, hier in dem Raum ist nichts. Das wussten wir auch vorher schon durch das Scouting. So, hier gibt's einen Sack. Was ist drin im Sack? Ein Gegengift. Das ist gut. Das deckt nämlich mit irgendwas, was wir schon haben. Und eine Falle, das, ja, da wissen wir, dass der Highwayman 100% hat. Die haben wir gerade mal entfallt. Und jetzt haben wir einen Inventarslot mehr, weil wir inzwischen schon 4 Fackeln verbraucht haben. Ja, das ist gut. Übrigens, beim Rasten wird die Fackel auch auf voll aufgefüllt. Und da haben wir noch eine Falle. Super. Fallen mit 100% sind gut. Das gibt uns nämlich jedes Mal 7 oder ein bisschen Stressheilung. Irgendwas unter 10, glaube ich. Und da hätten wir eine Box. Ich glaube, mit der Box kann ich nicht viel machen, außer reingucken. Genau. Curio kann ich, ein Item kann ich nicht drauf anwenden. Und so langsam wäre es mal wieder Zeit für einen Kampf, glaube ich. Kommt aber nicht. Ja, alles klar. Dann, den Raum müssen wir hier besuchen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und da kommt ja auch schon der Kampf. Okay. Wie sieht's aus? Point Blank Shot bringt mir jetzt hier leider nicht so viel, weil der hier hinten eben der gefährliche ist. Aber egal. Wir machen einen von den vorderen gerade mal weg. Und der hat so viel Schaden gefressen, dass er noch nicht mal eine Leiche übrig gelassen hat. So, wir fangen gleich an mit Heilen. Ja, er hier ist jetzt in der zweiten Reihe, das ist gut, weil er damit die Fähigkeit, die wirklich Schaden macht, die kann er aus der zweiten Reihe nicht mehr machen. Das ist nämlich sein Quarrel, weiß ich nicht, sein Armbrustschuss jedenfalls. Den kann er nur aus der dritten und vierten Reihe machen und da die Leiche verschwunden ist, kommt er nicht mehr in die dritte Reihe rein. Das heißt, er ist jetzt ziemlich ungefährlich. Normalerweise würde er mit dem Bajonett... Angriff sich um einen Platz weiter nach hinten versetzen, aber da hier kein Platz ist, ja, ist das eigentlich ganz gut. Werden wir gerade mal Suppressing Fire machen, den debuffen noch zusätzlich. Wahrscheinlich hätte ich eigentlich den hier debuffen müssen, wenn ich es gekonnt hätte. Und dann gehen wir mal ran, ein bisschen Stressschaden zu heilen, denn der Kampf hier ist jetzt momentan ziemlich ungefährlich, es sei denn, ich würfel wirklich, wirklich schlecht. Und ja, viel heilen müssen wir eigentlich gar nicht mehr, wenn ich das so richtig sehe. Back to the pit. Ah, scheiße. Wenn die Leiche hier verschwunden wäre, dann hätte ich den hier in der nächsten Runde mit Point Blank Shot angreifen können. Kann ich aber nicht. Ist aber egal, wir geben ihm, wir stacken mal den Debuff. Ich weiß nicht, ob der wirklich stackt, aber wir probieren es einfach mal.
Und ja, Point Blank Shot kann ich nur auf die Leiche machen, das macht keinen Sinn. Also Wicked Slice. Wir sind voll geheilt, also fast voll geheilt. Und der Kampf ist vorbei. Und wir können sogar noch alles mitnehmen. Besser geht's eigentlich nicht. Noch ein Bücherregal, ja gut, nehmen wir direkt. Und schon wieder eine schlechte. Witness, okay, das heißt, der darf nicht mehr beten, glaube ich. Ja. Dem er zweifelhafte Sachen gesehen hat, die in der Kirche stattgefunden haben. Oh, das ist doch mal ein Kampf. Das ist doch mal ein Kampf. So, hier haben wir alles dabei. Hier haben wir Blutung dabei, Debuffs dabei, Stressschaden dabei und ordentlich HP-Schaden dabei. Welcher ist wichtiger von denen? Hier ist jetzt die Frage. Lieber den Stressschaden rausnehmen oder lieber den HP-Schaden rausnehmen? Ich versuche mal den Stressschaden rauszunehmen. Vor allen Dingen, die hat auch noch Eldritch Push und Eldritch Pull. Das sind so Sachen, die müssen auch nicht unbedingt sein. Hier ist zum Beispiel für ihn hier, wo ich das eben gesagt habe, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit für den Bounty Hunter. Weil der Bounty Hunter halt ziehen kann. Pistol Shot, ne? Genau. Ja, hier ist noch relativ gefährlich. Ah, da habe ich ziemlich gut gewürfelt hier in der ganzen Zeit. Das muss man ganz offen zugeben. Ist er am Bluten? Ne, er ist nicht am Bluten. Ich würde eigentlich ganz gerne noch einmal Stress heilen. Das heißt, ich will möglichst wenig Schaden auf ihm hier machen in dieser Runde. Einmal normal heilen. Er nimmt noch zusätzlichen Blutungsschaden, das heißt, ich heile lieber erstmal ihn. Hier kann ich noch einmal Stress heilen. Und dann kann ich gucken, dass ich den Kampf dann auch so langsam beende. So, und jetzt habe ich tatsächlich nicht mehr genug Platz. Was haben wir denn hier? Plus 20% Disease Resist. Muss ich nicht unbedingt haben, aber das Ding ist zum Verkaufen eben noch um einiges an Gold wert. Das heißt also, ich nehme das Ding einfach trotzdem mit. Übrigens, wenn das Inventar komplett voll ist und man noch Feuerholz hat, dann kann man mit offenem Fenster hier, kann man hier einen Rechtsklick drauf machen, kann damit campieren. Und dann hat man auch noch einen zusätzlichen Slot frei, sogar noch mehr, wenn man dann beim Campieren was isst und 8 Essen verbraucht zum Beispiel, dann hat man sogar noch 2 Slots frei. Dann kann man Dinge eventuell noch mitnehmen, die man sonst nicht mitnehmen würde. Ich nehme das Ding einfach mal hier in einen von diesen Slots hier mit. Das heißt, eigentlich würde ich das lieber, kann ich das irgendwie so weitergeben? Nee, kann ich nicht. Nee, ich glaube, ich muss das... Nee, so geht's nicht. Ja, egal. Jetzt habe ich's dabei. Wie gesagt, das ist nicht... Das werde ich wahrscheinlich eher weniger verwenden, aber ich kann es immerhin für Gold verkaufen. Und deswegen nehme ich das gerne mit. Hier ist auch noch ein bisschen was drin. 4 Crests, die stacken noch und das Gold stackt, glaube ich, auch noch. Genau, super. Ja, weiter geht's. Er blutet noch, aber jetzt ist das Bluten auch durch. Ist also okay. Und irgendwie fängt es schon wieder so ein bisschen an zu ruckeln. Ne? Ich dachte eigentlich, ich hätte die Einstellung. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie in den ersten beiden Folgen. Aber trotzdem, also irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz. Irgendwas muss ich da noch machen. In Radiance, may we find victory. Hier könnte eine Karte drin sein oder so. Oh ne, ist Loot drin. Loot nehme ich auch gerne. 2 Essen. Und eine Seite aus dem Tagebuch. Die Seite aus dem Tagebuch muss mir mal eine Liste machen, welche ich davon schon vorgelesen habe. Ich würde die aber ganz gerne vorlesen, sobald ich sie gefunden habe. Und es bringt normalerweise nichts, die mitzunehmen. Zumindest wüsste ich nicht, dass das was bringt. Falls doch, falls ihr das irgendwie wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann werde ich gucken, dass ich die Dinger mitnehme. Aber normalerweise... muss ich das nicht. Also, Journal of Darius, Highwayman. My End.
I scrawl this, victim of cruel fortune, who took me up on my wager, for I have lost my lucky coin and now I lie helpless as my blood flows swiftly from my ruined body. My fingers are cold. It was a trap. It was no trap, nor raving cultist that sealed my fate. We were ambushed by strange, undulating shapes, two small entities that I cannot hope to describe, and the third, much larger beast. Poor Moira was crushed into a pulp as Therion defended her. He soon lost his arm and his wits left him. Shambler, Shambler, he kept shrieking as Riven yanked him to flee. I tried to play a hero to buy them a few moments. Blew away one of the smaller monsters, last shot, then smashed into the wall, the big one. Maybe they made it out. Dieser Shambler, ja. Ja, nee, ging, ja. Werden wir vielleicht noch sehen. Was ich jetzt momentan eventuell treffen könnte, wäre, glaube ich, der Kollektor. Gegen den könnte ich tatsächlich kämpfen. Achso, ich muss meine Standardformation wiederherstellen, ist mir gerade aufgefallen. So 100% Trap Disarm. Auf geht's. Und wir ziehen weiter nach rechts. Und eine Urne. Ja, nehmen wir mal ein Weihwasser. Dann kriegen wir das Loot raus. Oder kriegen wir mehr Loot raus. Und das sind 3x375 Gold. Das ist eine ganze Menge eigentlich, ne? Könnte ich eventuell noch essen? Ja, ich brauche eventuell noch ein bisschen Essen. Ich brauche noch 8 Essen zum Rasten auf jeden Fall. Das heißt, ich könnte da weniger verbrauchen, aber... Wenn ich jetzt den kompletten Stack Essen wegschmeiße, das ist auch nicht so sinnvoll. 4 mal 250 sind 1000. Das heißt, hier habe ich mehr Gold, aber ich weiß nicht, ob ich von diesen Zitrinen nicht noch was finde. Meinen Schlüssel könnte ich wegwerfen, aber Heirlooms sind bei mir momentan relativ knapp. Das heißt, wenn ich dafür die entsprechende Truhe finde, wäre das doof. Ich werfe die Bandagen weg. Kein Kampf im nächsten Raum. Okay. Scheiße, ich hätte erst hier reingehen müssen, ne? Dann hätte ich einmal backtracken müssen. Und hier muss ich jetzt, dann hätte ich hier einmal backtracken müssen und wäre dann in den nächsten Raum, dann hätte ich die Mission geschafft. Hier muss ich jetzt hier einmal backtracken, hier zweimal backtracken und dann hier rein. Also insgesamt habe ich einmal mehr backtracken mit drin. Das ist halt doof. Oh. Guten Tag. Ich war bisher auch noch, hatte einfach nicht genug Stressschaden. Und deswegen ist das natürlich sinnvoll, dass wir jetzt noch welchen kriegen. Wollen wir mal hoffen, dass wir die möglichst schnell rauskriegen. Ich könnte entweder markieren oder beiden Schaden machen. Ich mache beiden Schaden. Die haben nämlich nicht besonders viele Hitpoints. Und dann kann ich einen rausnehmen. Dann kann ich ein bisschen Stressschaden heilen. Der hier, der ist halt, der macht ein bisschen AP-Schaden, aber das ist ja nichts Nennenswertes. Da heile ich lieber ein bisschen Stress. So. HP-Schaden habe ich noch nicht so viel, dass ich wirklich anfangen müsste zu heilen. Momentan. Vor allen Dingen, weil ich halt noch eine Rast mit drin habe, die ich bisher noch nicht genommen habe, weil ich mich hier relativ, ja, weil ich gut gewürfelt habe eigentlich eher. Nicht, weil ich relativ klug mich angestellt habe. Kann ich, mit Blindfire müsste ich ihn treffen können. Genau. Und das wäre der Kampf gewesen. Was kriegen wir? 375 Gold müssen wir liegen lassen. Die Gegengifte kann ich hier relativ wenig gebrauchen. Nehme ich stattdessen einen Stack Gold. Und dann machen wir weiter. Da könnte ich, glaube ich, Heilkräuter drauf anwenden auf den Tisch. Heilkräuter habe ich nicht dabei, da würde ich Essen bekommen. Also wende ich eine Fackel an, dann wird mein Licht auf 100% aufgefüllt. Okay, dann müssen wir jetzt backtracken. Zwei Räume haben wir noch, die wir noch besuchen müssen. Hier wird erstmal nichts sein und meine Fackel nimmt auch wesentlich langsamer ab, weil ich hier schon war.
Nächster Raum. Gucken wir, was im nächsten Raum drin ist. Oh, hier kriege ich ganz schön viel. Zählt das tatsächlich... Oh, jetzt nimmt es auch noch Stressschaden dazu. Zählt das tatsächlich als Backtracking, wenn ich... Also als so wie rückwärts laufen, wenn ich mich durch einen Gang vorwärts durchbewege, durch den ich schon mal durchgegangen bin? Ja, die Karte bringt mir nichts. Ja gut, ich weiß wenigstens, dass hier ein Kampf mit Curio ist. Aber ich hätte den Raum halt eh besuchen müssen. Also hilft mir das auch nicht so viel. Oh, das ist HP-Schaden. Hätte ich mal geheilt im letzten Kampf. Hätte ich mal geheilt. Ja, schön Damage. Kann ich Wicked Slice? Nee, kann ich leider nicht auf die hinteren Reihen machen. Gut, dann mache ich eben meinen Point-Blank-Shot auf ihm. Kriege ich in der nächsten Runde Pistol-Shot und kann mit Pistol-Shot auch diese Jungs hier angreifen. Oh, die sind halt, die sind hart. 9 von 15, 10 von 15 greife ich lieber den mit weniger an. Ja, ausgewichen. Ich würfle weiterhin relativ gut. Das muss man einfach mal sagen. Stressschaden heilen ist in dieser Situation keine Option. Dafür ist viel zu viel Schaden auf dem Feld. Ja, soll ich jetzt die Chance nutzen, einen von denen vielleicht sogar rauszunehmen und den anderen eine Chance für den anderen zu haben, ihn rauszunehmen? Moment, ich mache hier 3 bis 6 Schaden, ne? Das heißt, die Chance ist nicht so groß, dass ich den rausnehme. Das heißt, ich werde mich lieber selber heilen. Denn es ist einfach viel zu viel Schaden sowieso auf dem Feld. Da könnte ich eventuell sogar Death's Door bekommen. Ja, jetzt hätte ich natürlich, wenn ich... Ja, gut, dass ich geheilt habe. Ist jetzt Zeit, Stress zu heilen. Ja, auf jeden Fall. Er kriegt halt einfach auf die Fresse. Ist er glücklicherweise ausgewichen. Und null, scheiße. Ja, wenigstens hat er den Blutungsschaden widerstanden. Und er kriegt nochmal aufs Maul. Wieder ausgewichen. Oh. Ja. Man muss auch mal Glück haben. So, zack, der ist weg. Damit hätten wir einen Großteil hier. Moment, Suppressing Fire kann ich auf ihn nicht machen. Knockback One ist halt nicht so toll, ne? Mach's trotzdem. Und ja, Stressschaden, muss ich Stressschaden heilen? Nicht unbedingt. Was ich ganz gerne machen würde, ist aber HP-Schaden zu heilen. Das heißt, ich gucke, dass ich auf ihm nicht ganz so viel Schaden mache. Ja, 4 Schaden geheilt, das ist auch nicht so super. Aber andererseits, das ist was, der vorletzte Raum oder sowas. Und wir haben noch ein Feuerholz. Das heißt also, das ist auch nicht so super schlimm. Machen wir ihn gerade mal. Da haben wir nochmal 2 Nahrung. Ja, ich habe... Also der Stack Zitrin ist voll und die sind 250 pro Stück wert. Büsten würde ich sehr, sehr gerne mitnehmen. Was haben wir denn noch alles? Wir sind hier in dem Raum, das heißt, wir müssen nur noch hier zurück. Und hier ist noch ein Kampf auf dem gesamten Weg. Das heißt also, wir rasten jetzt tatsächlich mal eine Runde. Vor allen Dingen, weil hier ist ja noch was, wo eventuell was drin ist. Also Rechtsklick auf das Feuerholz. Moment, warum kann ich das jetzt nicht machen? Geht das nicht mehr? Warum kann ich hier... Kann es sein, dass sie das rausgepatcht haben, dass man entgegen meiner Behauptung eben nicht mehr rasten kann, während man... Ja, das könnte durchaus sein. Naja, ich weiß aber zumindest eine Sache, und das ist, auf dem Weg hier ist kein Hindernis mehr. Und kein, also hier ist ein Curio, aber kein Obstacle. Und das bedeutet, ich brauche meine Schaufeln nicht. Das heißt, ich kann zumindest schon mal die Büsten mitnehmen zusätzlich. Ach, und ich habe die Quest schon fertig? Ja, egal. Ich raste einfach mal eine Runde. Und jetzt kann ich da... Okay, ist also tatsächlich so, dass sie das rausgepatcht haben. Ich kann am Anfang der Rast auswählen, was ich mache, also wie viel Nahrung ich verbrauche, und hier sieht man, welche Effekte das hat. Also plus 25 HP
plus 25% HP und minus 10 Stress. Da verbrauche ich aber insgesamt 8 Essen. Na gut, ich habe 24 Essen auf Lager, also wäre es schön doof, das nicht zu tun. Und jetzt habe ich 12 von diesen Respite Points. Und jede meiner Fähigkeiten, die ich bei der Rast anwenden kann, verbraucht Punkte. Und wenn ich kann maximal Fähigkeiten im Wert von 12 Punkten verbrauchen. Ich kann also hier Statuseffekte wegmachen und 15% HP heilen. Hier kann ich Stresssachen machen. Und was ich hier ganz gerne, weil ich eben mehr als genug Punkte habe, weil ich nicht viel machen muss, würde ich ganz gerne das hier machen. Dann kann ich nämlich für 4 Kämpfe kriege ich einen Buff auf Überraschung. Und vor allen Dingen kann ich nicht während der Rast angegriffen werden. Das ist also schon mal cool. Und deswegen mache ich das so. Minus 15% Stress auf meiner gesamten Party. Dann bin ich teilweise schon auf 0 runter. Auf meinen Charakteren. Er hier hat noch 2 und sie hat noch 7. Dann kann ich einem einen Stress-Debuff geben, also einen Stress-Buff geben. Muss aber nicht unbedingt sein. Wound Care brauche ich nicht unbedingt. Kriege ich noch irgendwas? All Companions heal 35%. Das ist ziemlich gut. Und hier könnte ich mir selbst einen Buff geben für den nächsten Kampf. Ich werde einfach mal sagen, ich gebe mir selbst einen Buff. Und damit hätte ich alle meine Punkte verbraucht. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist die Rast tatsächlich zu starten. Und hier kriegen wir, hier kriegen wir sogar noch den Surprise Buff. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ach scheiße, ich hätte den Schlüssel mal gucken können, ob ich den Schlüssel nicht verwenden kann. Weil da zumindest stand, das ist, ist zugeschlossen. Und ich habe noch so viel Essen, dass ich auch genauso gut den Rest meiner Hitpoints oder ein Stack noch freimachen kann, dadurch, dass ich Essen nehme. Hier haben wir noch einen Kampf mit Schatz. Und da wir sehr, sehr gut aufgestellt sind, was unsere Hitpoints und unseren Stress angeht, würde ich sagen, den einen Kampf machen wir noch direkt. Er hat relativ viel Blight-Schaden genommen, tatsächlich. Ziemlich übel. Dann haben wir auch noch einen Curio auf dem Weg. Und dann Weihwasser haben wir auch noch für das Curio, je nachdem, was genau das ist. Dann können wir uns das zumindest mal angucken. So, die Fackel können wir auch direkt nehmen. Und ja gut, dann machen wir gerade noch den letzten Kampf. Oh gut, das ist nicht so ein dermaßen schwerer Kampf, glaube ich. Point Blank Shot, zack, auf den. Verliert er direkt schon mal 13% seiner 13 Hitpoints. Und die hier hinten sind halt relativ, ja, relativ gefährlich. Ich mache einfach mal Schaden auf die. 7 und 9. Ich habe hier 5 bis 11 Schaden und hier 4 bis 9 Schaden. Das heißt, ich habe bei beiden nicht so wirklich die Chance, sie zu töten. Also ich hätte eine Chance, sie zu töten, aber eben, ja. Ja, was mache ich hier? Soll ich nochmal Stress heilen? Ja, ich werde erstmal Schaden machen und dann versuche ich mal, ob ich nicht eben, wenn ich hier alle bis auf einen tot habe, ob ich dann nicht nochmal Stress heilen kann. Oh, kritisch. Oh, vielleicht hätte ich den Kampf doch nicht noch anfangen sollen. Ah, 9 Hitpoints geheilt, das ist schon mal ganz gut. Was mache ich denn? Pistol Shot? Oder Duelist Advance? Ich werde mal gucken, dass ich den innerhalb der nächsten beiden Runden hier tot kriege. Und Repost hätte ich auch ganz gerne. So, wie viel hatte der denn noch? Wenn er nur noch ein HP hatte, dann hätte ich vielleicht was anderes machen sollen. Aber egal. So, wir nehmen mal die Leiche hier weg vielleicht.
damit er hier in der allerersten Reihe ist. Dann können wir gerade nochmal einmal HP heilen und können noch ein oder zweimal Stress heilen, denke ich mal. Dann gehen wir mit fast null Stress raus. Das wäre absolut das Beste, was geht quasi. Bola. Ah, und da ist er schon tot. Okay. Dann gehen wir mit 7 Stress auf einem Charakter raus. Oder 3 Stress. Doch, 7 Stress, okay. Wir kriegen nochmal 4 Büsten und 4 Crests. Das ist super. Und wir kriegen einen weiteren Journal-Eintrag. Blood-soaked pages torn from a journal 4 of 6. They're sleeping. I'm kept from slumber by a distinct stream of whispers, as if carried by the currents and waves of the sea. I have not told them that most of my flesh has sloughed off, revealing a strange silvery membrane. I keep myself covered. They questioned me when I ate the meat raw at campfall and found my response difficult to understand. I suppose it would be best to explain my condition when they awaken. Then they would be convinced of my urgency to leave and find aid in the hamlet. Okay, also irgendjemand ist von einer eigenartigen Krankheit befallen. Und Heirloom Chest, ja, hat sich durchaus gelohnt, dass wir diesen Raum noch besucht haben. 4 Crests, 4 Büsten und ein Porträt nehme ich super gerne mit. Und damit wären wir fertig mit dieser Mission. Insgesamt 13.000 Gold gemacht, 10 Büsten, 2 Porträts, 20 Crests, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und dann gucken wir nochmal, wir haben keine Level und keine Fähigkeiten gekriegt, aber das ist ja ganz okay. Zurück zum Hamlet und dann laden wir gerade noch alle Items ab und dann sind wir erstmal fertig für heute. Also, Kleptomanie habe ich ausgemerzt und ja, das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Wir haben immer noch dieses Town-Event, das uns dazu auffordert, das DLC zu aktivieren, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Alle Trinkets raus und ja, damit wären wir fertig für diese Folge. Ja, vielleicht sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder und bis dann.